Es geht weiter in Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, mit Badass Pilzgefährten, das sich auf was vorbereitet und viel Bizeps. Roar. Ja, naja, von toten Fischen. Die ohne Wasser überleben können, das ist doch nicht normal. Ah ja, Endbossfight. Was auch immer der Endboss sein wird. Eine Schlangenmutti. Oder ein Blob. So, wo muss ich jetzt hin? Hier rüber. Und einfach rechts. Okay. Don't push me off. Lass mich doch durch. Oh, sie lassen mich nicht durch. Was ist das? Krabben. Und das Sturmgewehr, das gleich keinen Saft mehr hat. Zweimal benutzen ist drauf gestanden. Ich habe ja andere Sturmgewehre. Ah, die droppen Loot. Okay, dann werden wir euch vernichten. Pilzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Er vergast alles. Reparier es mit dem Magic Dub. Und der kleinen Biester. Sonst bring ich Pilzgefährten zu euch. Ja, wie gefällt euch das, Pilzgefährte? Oh, ja, gute Arbeit. Aber drüber das kalte Wasser. Blob. So, was haben wir hier bekommen? Kleine Gegner. Aui. Ich will doch nur looten. Gute Arbeit. Hat er da oben gepfurzt? Rote Pfurzwolken. Oder ja, orange-gelb. Schaut nicht gut aus für dich. Das ist Knochiritis. Naja. Da war ich schon. Zack, Karte. Cooles Schiff. Was mit dir, Krabbe? Ist ja toll, wie sehr du dich in die Rolle des dummen Helden reinsteigerst. Aber dir ist schon klar, dass du schnurstracks in ihre Falle tappst, oder? Das ist billigste Machart. Sogar die anderen Idioten am Tisch durchschauen es. Ja. Hollywoods favorite Heroes. Die Lieblingshelden von Hollywood. Die dummen Helden. Aber es kommt mir echt so vor. Aui. Probieren wir das. Und ein Sturmgewehr, das wir probieren können. Ja. Da ist wieder so eins. Das finde ich hier cool. Aber davon habe ich doch eins schon. Dieses hier. Oh. Ja, es ist so ziemlich das gleiche. Ah, nein, ich probiere zuerst das andere aufbrauchen. Wenn das wirklich zum Aufbrauchen ist. Warte mal. Ja, das. Hallo Feuergeist. Hm. Ist das die berühmte Frau von Borderlands? Feuergeist? Dann gehe ich halt voraus. Wenn der Feuergeist mich nicht führt. Okay. Oh, ich kann nichts mehr verkaufen. Ah ja, jetzt scherzt ein Feuergeist. Firehawk. Ich weiß nicht, wie der Name war. Ich merke mir nur Firehawk. Everybody's favorite. Regel Nummer 34. Hakta. Oh je. Schlechter Humor, Buddy. Oh. Das würde ich natürlich nicht wissen, deswegen sage ich es. Nur eine Vermutung. Oh. Da werde ich doch wieder raufkommen.
Nahkampf, was soll treffen? Was soll treffen, ist ja nicht zum Nachladen. Azul-Trifle! Die Chancen steigen! Jetzt geben sie mir auf einmal Überlot. Ich könnte was machen. Wo ist mein anderer Zauber? Wo ist mein Schnips-Zauber? Da. Sonst noch etwas Cooles hier. Das bringt mich nur wieder zurück rauf. Okay, Firehawk. Bring mich zum Money. Oh, das ist doch ein Bossfight. Ja. Ich glaube, er hat recht. Der Dragon Lord. Sarah erwartet euch bereits. Warte. Wie hat sie es vor uns hierher geschafft? Überaus verdächtig. Leute, bitte, ihr werdet sie wirklich mögen, wenn ihr länger mit ihr quatscht. Ich bezweifle es. Ich glaube, der Dragon Lord hat recht. Ich fürchte, ich war bisher nicht ganz ehrlich zu dir. Aha. Aha, ich wusste es. Ein letztes Opfer muss noch gebracht werden. Es ist soweit. Und ich bringe es gerne. Ich werde dich begleiten. Was? Als meine Schwestern auf die Versuchung Drills hereinfielen, gab ich mir die Schuld. Ich schwor, wegen meiner Sünden einsam zu bleiben. Aber du hast mir gezeigt, dass man Schweres nur an der Seite von Freunden durchstehen kann. Ich werde mich deiner Gruppe anschließen und bei der Mission helfen. Nein, was? Nein! Da stimmt doch was nicht! Sie lügt! Die verrückten Schwestern der Priesterin greifen an, von ihren schändlichen Zaubern angezogen. Schwestern, ich trotze euch heute ebenso wie damals. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Du solltest dich fürchten. Wo ist meine Shotgun? Fürchte du dich, Von einem warmen Blut niedergestreckt. Nein! Ich werde meine Fangzähne in die... Sie zerlegt dir richtig. Oh, ich liebe Shotguns. Habe ich euch schon gesagt, dass ich in Vanguard alle Shotguns auf Diamant gebracht habe? Nicht nur Gold, sondern Diamant. Jo. Ich danke dir. Du hast mir Hoffnung gegeben. Ich werde dich entlohnen. Mit mir. Das kaufe ich dir nicht ab. Nein, Mann, mit dir. Du meinst es ernst. Darf ich dich umarmen? Ich sehne mich nach der Wärme eines anderen auf meinem Haupt. Nein. Sie hat das H-Wort gesagt. Nein, hat sie nicht. Sie hat es sowas von gesagt. Und du sagtest? Ich weiß, was ich gesagt habe. Oh, na schön. Spontane Selbstentzündung. Ich habe... die Sonne nie mehr gesehen. Bitte, seid jetzt zufrieden? Ja. Lasst uns einfach mit dem bösen Gott der Tiefe sprechen, sollen wir? Wird sicher lustig. Du hast dein Bestes gegeben, Schicksalsbringer, aber du kannst nicht alle retten. Nicht mit einem Bunkermaster wie ihr. Nächste Map. Mehr Sonnenlicht, bitte. Der Götterquell. Schaut ein bisschen dunkel hier aus. Du hättest sie doch nicht gleich töten müssen. Doch, musste ich. Ihr wolltet es so. Jetzt kann ich die ganze Geschichte vergessen, die ich für sie parat hatte. Sie hatte eine schwierige Kindheit und sehnte sich nach Freundschaft. Eine tolle Erlösungsgeschichte. Alles für die Tonne. Ich weiß nicht. Ich dachte, du bereitest einfach einen coolen Kampf vor. Ja, wo ist der coole Kampf, verdammt? Deswegen bin ich hier. Ich will doch nur coole Kämpfe. Die einzige Freundschaft, die ich brauche, ist zwischen mir und Pilzgefährten. Wo ist er? Jürgen Gefährte. Der ist dann einer schon zu viel. Vivon Gefährte, der führt Wheel. Wo? Warum ist mein Pilzgefährte nicht da? Da, oh, da ist er. Ah, was geht ab, Buddy? Da rein wollen wir? Ist da ein Bossfight für mich? Was meinst du? Ich hoffe, da ist ein Bossfight. Let's go, Pilzgefährte. Automaten. Ah, gehen wir schnell mal durchverkaufen. Willkommen,
denn das bekommen? Ich habe so viele gute Waffen zurzeit. Das wird so nützlich sein. Aha. Das verkaufe ich jetzt. Oh nein. Ich nehme es und nicht für einen Heller mehr. Sobald ich Stufe 40 bin, mache ich ein Box-Opening. Hier. Yeah. Das SMG habe ich gar nicht getestet. Die Pistole ist auch schon so unterlevelt. Nehmen wir da mal das Scharfschützengewehr drüber. Das ist doch gar kein Scharfschützengewehr. Damn. Oh, das schießt Pfeile. Verdammt, ist das cool. Verdammt, habe ich Überloot. Oh. Hui, Bosskampf. Gut, wisst ihr was? Ihr wollt einen Kampf? Ihr kriegt ja, einen ja. Kampf! Big Giant Muscles. Bist du Bane? Okay, so kenne ich unseren Bunkermaster. Willkommen in der Stadt der Wut. Das ist ein großer Junge. Ein ganz großer Junge. Weiche Ding. Na, Boden. Ist das SMG das Neue? Oh, damn. Das SMG ist gut und der Typ ist schon tot. Round. Kriegen wir jetzt einen Heal-Turn von Tiny Tina? Das wäre doch interessant. Was liegt denn da am Boden? Wyvern-Gefährte. Oh, was? Verdammt, Wyvern-Gefährte, was machst du hier? Ach, kleiner Bastard. Bossfight ist wahrscheinlich ziemlich hart auf Chaos. Riesenharpune. Und hättest du nicht das H-Wort gesagt, würde sie noch leben. Ach, jetzt interessieren euch die Regeln. Hier kommt eine Regel. Die Dreierregel, ihr Nasen! Machen wir das Ding einfach schnell weg. Für Sniper-Moni habe ich normal eh nicht. Nein, nein, yes. Falsch. Löser, hier. Das ist der falsche Raketenwerfer. Mist. Daneben schreien. So, so, so. Komm her, Kleiner. Dürrel, dessen Herz in Flammen steht. Super gehupft. Sieht gut aus, das SMG. Oh boy. Deine Loot. Hör zu, also, es ist nur, wenn ihr Xara nicht mögt, dann mögt ihr mich womöglich auch nicht und dann werdet ihr gehen und ich bin wieder ganz allein. Was? Wir gehen doch nicht, Tina. Wir spielen gerne dieses Spiel mit dir. Ja, der Bosskampf war der Hammer. Und der Neuling ist voll der Oberarschtreter als Schicksalsbringer. Dann bleibt ihr also? Wie du schon sagtest, das Schicksal entzweit uns nicht.
Es eint uns. Natürlich bleiben wir. Ich will wissen, wie es ausgeht. Und Kisara kann ja vielleicht als freundlicher Geist zurückkehren. Nein, sie ist tot, bin drüber hinweg. Quest abgeschlossen! Hat die Einblendung mit dem Schriftzug Quest abgeschlossen! Erkennst du jetzt, wie kaputt sie eigentlich ist? All die Angst und all ihre Zweifel. Was glaubst du wohl, wie sie sie verarbeitet? In dieser Welt. Sie ist so grausam wie eine Göttin, aber nicht halb so verantwortlich. Quest abgeschlossen. Sie hat Quest abgeschlossen, sagt Drängenlord. Oh, Loot. Ich habe gute Loot zurzeit, verdammt. Dave, da ist schon mehr. Oh, wir können eine neue Pistole testen. Wo ist mein kleiner? Ah, ich habe sie weggegeben. Weg mit dem. Ah, mit dem SMG. Schaut cool aus, aber. Mal aufladen. Action, SMG, Nachladegeschwindigkeit, da haben wir gerade keins. Nee. Mir passt mein Giftding. Verdammt. Bleibt endlich zurück. Wir haben ein bisschen Zeit für uns alleine, Pilzgefährte jetzt. Was machen wir? Tanzen! Oh, ich brauche einen pilzgefährten Mod für Elex und für Mass Effect. Das schaut nach tot aus, oder? Es liegt hier auf jeden Fall nichts. Außer kleinen Kramgeld. Ich sehe zwei Folder auf der Karte. Ah, da unten ist irgendwo drin. Der Schicksalsbringer fragt sich langsam, ob das Gleichgewicht jemals wiederhergestellt werden kann, wenn die Welt entzweigerissen wurde. Reicht es, das Böse zu besiegen? Oder muss man es komplett vernichten? Bin runtergefallen. Der Gefährte verhält sich komisch. Ich weiß nicht, was er da unten macht. Pilzgefährte schaut auch nur zu gerade. Ab, Pilzgefährte kommt mit. Guter Typ. Oh, Thumbnail. Vielleicht. Irgendwo mal gute Loot. Yes. Naja, es ist Loot, aber so gut. Oh, komm schon, lass mich runter. Mehr Loot. Und eine neue Map. Und einen kleinen Weg woanders hin. Wo führst du mich hin? Ach, gehen wir durch, schauen wir mal. Eigen. Naja, weiter. Dabei. Oberwelt. Trinken leer. Muss trinken holen. Schauen wir mal, was die Oberwelt von mir will. Ihr seid cool. Aus der Tiefe emporgestiegen und habt eine neue Abkürzung dauerhaft freigeschaltet. Total cool. Na schön, vielleicht war das ein wenig übertrieben. Ihr wisst schon, Tina. Tina sind die Pferde durchgegangen, aber wir kriegen das wieder auf die Reihe, okay? Schicksalsbringer, du näherst dich dem ehemaligen Meeresrand. Wo einst der Meeresspiegel war, thront nun eine steile Klippe. Du musst einen Weg hinauffinden. Oh, Nebenquest. Was bist du? Ah, eine Schlange. Immer noch seine Zwickspuren an meinen Fingern. Meine geliebte Haustierkrabbe Krabbert ist verstorben. Ein natürlicher Tod. Ich habe ihn im Sand begraben. Und als ich ihn heute früh besuchen wollte, hat ein Seewag seine Schale ausgebuddelt. Bring mir seine Schale zurück, damit er in Frieden ruhen kann. Wohin? Auch hier rein.
Reiche die Höhle. Nein, hier rüber, hier rüber. Verdammt, diese Krabbe muss in Ruhen. Ruhen. Oh. Ja, ich weiß, ich bin wortgewandt, wie ein Rapper halt. Was machen wir noch schnell? Nein! Was machen wir noch schnell? Das mit. Muss die Waffen testen. Diese Pistole. Oh, jeder dieser Seewage könnte meinen Krabbert entwendet haben. Oh, die droppen sogar Loot, verdammt. Droppt jeder was. Kriege ich jetzt nur noch blaue Sachen? Ich wollte mich nicht beklagen. Perfekter Zeitpunkt zum Sniper testen. Hm. Ah, Schaden macht's. Verdammt, habe ich jetzt gute Waffen dann. Viel Magazin hat's nicht. Zwei gute Sniper, zwei gute Shotgun, haufenweise Sturmgewehre und Pisteln. Und muss niesen. Nein, ich halte es zurück. Das ist wahre mentale Stärke. Niesen zurückzuhalten. Keine Ahnung, was ich aufgehoben habe. Aber zuerst muss ich looten. Dann kann nicht geruht werden. Ein Schotter Geld. Auf hier. Okay. Ich gehe das auf Episode alles vergleichen und verkaufen dann. Jetzt ist Zeit für Action. War es der Große, der meinen Krabbert mitgenommen hat? Der Große was? Ei? Ich dachte, dass das Sturmgewehr irgendwann kaputt wird, aber anscheinend hält es alles aus. Weg mit dir. Kommt schon, ihr kleinen Haie, ja. Yeah. Hai fliegt. Oh, da ist ein großer. Hai fliegt. Selbst der große Hai fliegt. Fliege ich mal. Genau, genau so machen das die Seewaage. Genau so machen das die Seewaage. Okay. Wie weit sind wir in der Folge drin? Schauen wir schnell. Ah, ich mache die untere Höhle auch noch. Weit nach Schreinteil. Hätte der mich in eine Welt gezogen? Der Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreinteil sein. Nein. Das hätte ich mir nie gedacht. Was wollte ich noch testen? Den neuen Apingay. Fight! Nicht das beste Ei, das ich hier gehört habe. Müsste mehr Arr sein. Komm runter. Komm runter. Das war nicht die
Schlauste Idee. Sag meinen Kindern, einem alten Seebären bringst du keine neuen Texte. Ich laufe in alle Fallen hinein. Den Wasser testen. Sie macht Bogen. Würdest du mir ein Seemannslied vorsingen? Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer, komm zu uns Piraten. There you go. Gestorben! Gut, gut, gut. Ja, mit der Kiste. Der Dreckslot. Oh. Nächstes Level. Oh. Oh. Ups. Das A sehr schön gewollt. Landratte. Probier du Landratte. Ah. Blutsgefährt hat schon wieder nicht fahren lassen. Das ist nicht die Distanzwaffe. Das auch nicht. Haben wir danach Raketensalve macht, habe ich das fette Bum 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 Bum. Ja. Produktmanager werden soll, wie meine Mutter ist. Level up. Ja. Tschüss. Er hat Loot für mich gedroppt, ich hab's genau gesehen. Ewiges Schweigen. Oh, das klingt ja nicht so schlecht. Schick mich zur Hölle! Das ist ein fröhlicher Der Tod! Das einzige Abenteuer! Danke doch! Steinteil! Steinteil, Steinteil, Steinteil! 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 Nein, noch immer nicht. Da Ärgers. Wir dürfen ein neues Sturmgewehr testen. Das fast wie mein Scharfschützengewehr ist. Oh, so ein Teil ist es also. Cool, cool. Na gut, ich wollte hier noch ein weiteres Level. Ist das ein Obelisk? Verdammt richtig, das ist ein Obelisk. Das sind überall Furzwolken. Das ist auch cool. Ich habe Überloot. Überloot. Bubblehead Boy. Magischer Flexer ausschalten. So, hier ist er. Damn! Nein, das kann ich nicht schupfen. Ich habe mich selbst umgebracht. Ich habe keine Muni in meinen Raketenwerfer. Muss nur so einen kleinen Klops treffen. Okay, passt. Sie, ich habe mich selbst umgebracht.
Komm rauf hier, Kleiner. Da ist endlich mal ein Bossfight drin, das ist sehr cool. Doch Chat, loot her, wie es ausschaut. Yeah! Verdammt, hier liegt Loot. Oh. Okay. Da wird viel Loot aufgehoben jetzt. Ich sehe es schon. Oh je. Yeah. Okay, ich mach das auf Episode. In der Nähe versteckt sich ein Schreiteil. Ja, ich nehm's. Und dann wird hier gelootet und umprogrammiert. Umprogrammiert? Peace out.